gehe mal hier zur Seite. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Sternstab-Bonus läuft. Ich drehe jetzt ein paar Runden, aka ein paar Stunden. Davor schauen wir uns noch die ganzen Statistiken an, mit was ich hier starte. Starten tue ich nämlich mit... Okay, schauen wir uns die EP an. 243.239.000 EP, aber ein Nebenprodukt. Rocket Stops 669, ihr wisst, auch für Rocket Stops Doppelsternstaub mit Sternstück 1500 dann, was gar nicht so schlecht ist. Fänge natürlich, diesmal dokumentiert, 231.240. Und Stops gedreht natürlich, 177.941. Eier gebrütet, 4.847. Gibt es noch eine Statistik? Quests vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Und natürlich Sternstaub. 5.405.000. Ah ja, und übrigens, das Getränk von gestern, das hat echt gut geschmeckt. Und es hat mir Glück gebracht. Ein Shiny Megaplur. Aber es hat echt gut geschmeckt. Ein paar Eier schlüpfen, gerade verpasst. Wahrscheinlich das letzte 7er vom Event noch. Leider nicht shiny, leider nicht 100. Moment. Das kann nicht das einzige gewesen sein eigentlich. Oder irgendwie doch. Okay, fail. Der Rest ist einfach nur 10er. Dann nehmen wir noch schnell einen Rocket Stop mit. Noch mehr Rocket Stops. Nocturne? Nee, nicht Nocturne. Gratini. Ich nehme mal schnell einen Shining Straight mit. Weil... Ich komme nicht wirklich zum Raiden jetzt in der Woche. Feuerpass muss weg. Neue Boxen sind am Start. Check die Videos von gestern ab. Da habe ich meine Meinung zu den Boxen da gelassen. Ich meine, wir haben eh keine Wahl. Entweder kaufen oder nicht kaufen. Es ist so, als gäbe es eine Alternative. So. Wir brauchen einen 100er. Wir haben zwei Shinies bereit. Ein 100er wäre nice. 500. An die Wetterboost. Oh, ich habe keine Ahnung, was ein 100er Wetterboost ist. Aber ich glaube, mehr als das hier. Aber schauen wir mal. Falls er drin bleibt, er bleibt drin. Okay. Schneller V-Check. Kleine Überraschung. Dadurch, dass wir Wetterboost nicht kennen. Nee, nicht mal annähernd. Mitten auf der Farmgute haben sie so eine kleine Oase eröffnet, wo man lesen kann. Wir schauen mal. Heute, 17 Uhr, gute Shellhorn. Liest aus, Wiedersehen im nächsten Leben. Okay. Übrigens, Bücher bringen einem die Welt näher, doch sie haben Angst vor der blauen Welt. Deshalb bitte keine Bücher entführen. Alles klar. Wir haben keine Zeit, um uns hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Wir müssen Staub farmen. Ich glaube, die Eier sind geschlüpft, aber das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich warte mal kurz, die Animation kommt, aber ich glaube nicht. Also ich habe es gesehen, weil ich eine Quest hatte mit Brüte so und so viele Eier. Das heißt, wir schauen mal rein. Was natürlich nicht so spektakulär ist. Sehr, sehr schade. Cognodon. 1003. Klingt mächtig, aber ist es glaube ich nicht. Den Kader. Nicht mächtig, schade. Nochmal den, aber nicht so mächtig. IV-technisch, Trassler unnötig, Tarnel unnötig. Den habe ich glaube ich wild gefangen. Das war's. Okay. Schade, aber Bombung-technisch. Was ging da ab bei Kastadur? Knapp vor dem Entwickeln. So, jetzt haben wir aber ein paar Eier am Start, die wir nicht verpassen. 7er ohne Event, was kann da rauskommen? Alola Shinies, stimmt. Die kann man mitnehmen. Ich habe gerade eine Essenspause gemacht. Erstes Pokémon nach der Pause, das ich angeklickt habe. Shiny Visor. Erstmal ein zweiter. Den ersten habe ich gerade mal so im Shiny Bus bekommen. Letzter Tag vom Event. Ja, der scheint momentan vermehrt aufzutauchen. Ich habe viele gesehen, die den gefangen haben. Jo. Ist doch ganz nice.
auf geht's, weiter Staub sammeln. Wir haben gemacht ungefähr 133.000 in einer Stunde und irgendwas. Und Fünfer, ey, Leute. Ich war gerade auf dem Weg zu einer Agenda mich reinsetzen, aber letzter Platz leider gerade weggenommen worden. Ich glaube nur ein. Der Rest braucht noch ein paar Meter. So. Nocturne vielleicht? Ne, nicht Nocturne. Ein 10er-Ei, Leute. Action. 10er, neuer Pokémon am Start. Dieser Unlichtdrache, den wollen wir haben. Aerodactyl wollen wir nicht haben. So egal, was er hat. Wir haben ein paar Eier am Start, Leute. Lass mich überraschen, ich habe keinen besonderen Wunsch. Knospi auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Weil der war ziemlich hoch. Ich habe schon 100er Knospi. Und Togepi, auch da bereits ein 100er. Und genau, drei müssen es sein. Slimer. Da habe ich noch keinen 100er, nur 398er. Leider knapp, 785 ist glaube ich 100. Jetzt habe ich 4 98er, toll. Und noch mehr Eier. Ein 5er, ein neues 5er wäre auch geil. Der ist leider nicht so neu. Und den brauche ich leider auch nicht mehr 100. Müssten ein paar mehr sein, ja, genau. Seit wann kommt der aus dem 5er? What the fuck? Ich hätte den anderen gern gehabt. Ich bin jetzt am Platz bei der Route, wo wir unsere Lokmodulrunde getestet haben. Mit 200 Fänge in der Stunde, 100 Fänge in der halben Stunde. Das war ziemlich krass. Die Spawns haben sich seitdem ein bisschen geändert, aber nichts allzu Großes. Dadurch, dass ich jetzt die Box gekauft habe und ein paar Lokmodule über habe, zünde ich die, glaube ich, eine Stunde lang, also zweimal. Und gönn mir ein bisschen. Auf geht's. Yeah! Go, go, go! Wir stellen uns mal zur Seite. Direkt danach ein Shiny Megaplatt. Das ist Nummer 2. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriege ich ja noch mehr. Ich werde ja eine Menge zocken noch. Vor allem wegen Staubgewinn. Bam! Zweites Shiny Megaplatt, zweites Shiny für heute. Gar nicht übel. Check, einfach so. Gar nicht mal so übel. 5er. Oder mehrere. Ist alles durcheinander. Kagosso. Noch einen Schein hätte ich genommen, aber. Oh. Offensichtlich ist das keins. Aber mehrere? Klappi. Shiny-Check muss ich gleich machen. Nee. Oh, 200 Meter. Naja. Wir sehen uns in 200 Metern an. Oh. Immer noch kein Shiny-Klappi. Das war nicht wirklich 200 Meter, aber. Ei ist am Start. Irgendwas von den 9 wäre geil. Finion, 100er würde ich nehmen. Habe ich leider in Hamburg verpasst, ein paar Mal. Das ist kein 100er. Wir haben 10er, Leute. Module sind aus. Alles weg, ich habe keine mehr. Wir drehen auch die letzte Runde, dann packen wir es heim. Klick, Video schneiden. 5,46 oder so. 5,15, oh mein Gott. Aber gute Bonus. Video schneiden, schlafen und dann auf nach Erfurt. Oh ja. Ich habe gehört, in Erfurt soll es keine Stops geben, also keine gesponserten, was halt echt leidend ist. Also diese Allee ist nicht da. Natürliche Stops haben sie, glaube ich, nur 3 oder so, also... Oh Mann, das wird leiden vielleicht. Vielleicht war das doch ein Fehler, dahin zu fahren. Yo, Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich habe noch ein paar Sachen erledigt und bam, einfach so einen U-Gop angeklickt und es ist shiny. Mein erstes shiny U-Gop. Das sind 3 Shinies heute. Heftige Sache. Nice. Das ist doch mal ein guter Tag wieder gewesen. Boah, geil. Einfach so ein U-Gop angeklickt. Check mal kurz die IV. Naja, immerhin. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Kurzer, knapper Tag. Bisschen Staub gemacht. Um die 400.000, ja. Für die kurze Zeit, wo wir unterwegs waren. Ist solide. Ich schneide jetzt das Video, dann gehe ich pennen und dann fahre ich nach Erfurt. Vielleicht sieht man sich dort. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg. Am Sonntag bei den Mewtwo X-Rays, mit dem Staubfarmen, mit der Shiny Megaplar und anderen Shiny.
Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Nice. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.